Der 26. Februar 2014 war für die NPD fast schon ein Tag zum Feiern. Und ausgerechnet das Bundesverfassungsgericht hat diesen Jubel ausgelöst. Denn die obersten Richter haben die 3%-Hürde für die Europawahl Ende Mai gekippt. Heißt, die NPD kann davon ausgehen, dass sie es wohl erstmals ins Europaparlament schaffen könnte. Eine Partei, die auf Veranstaltungen auch gern mal die Europaflagge verbrennt. Jetzt vor der Wahl sucht die NPD den Schulterschluss mit Gleichgesinnten aus ganz Europa. Sie haben sich einen kleinen, unscheinbaren Ort ausgesucht. Kirchheim in Thüringen. In einer umgebauten Scheune treffen sich Rechtsextreme aus ganz Europa. Eingeladen hat die Jugendorganisation der NPD. Rund 120 Besucher sind gekommen. Das Thema, ihre Vision von einem neuen Europa. Es ist uns eine Ehre, die verschiedenen ausländischen Gäste hier bei uns zu haben in Deutschland, um über die Arbeit und auch die Vorstellung eines neuen Europas zu sprechen. Was sie alle eint, der Glaube an ihre vermeintlich arische Identität. Die Italiener des Casa Pound, Dänen der Danske Party, die Partei nationalorientierter Schweizer, die nationalistische Studentenvereinigung aus Belgien, die Partei der Schweden und die NPD mit ihrem NPD-Spitzenkandidaten. Und daher wissen wir, dass das, was wir sind und was unsere Völker ausmachen, was uns auch teilweise unterscheidet, in unseren Genen liegt und nicht durch irgendwelche Erziehung geändert werden kann. Auch hier wollen sie näher zusammenrücken für ein nationales Europa. Wir haben die gleichen Probleme in Europa. Ein Hauptproblem ist die Überfremdung. Wir sollten in Europa mehr zusammenrücken, mehr zusammenarbeiten. Wir müssen zusammenstehen, um die Welt zu befreien. Einige der Jungnazis kennen sich schon. Ein Austausch über Landesgrenzen hinweg findet regelmäßig statt. Hier Aufnahmen von einem Sommerlager in Schweden, organisiert von der Svenskarnas Party, einer schwedischen rechtsextremen Partei. Auch deutsche Neonazis sind immer wieder mit dabei. So Lutz G., ein ehemaliger Mitarbeiter der NPD-Landtagsfraktion in Schwerin. Doch neben dem Spaß dient der Austausch offenbar auch zur Schärfung der rechtsextremen Positionen. Die Schweden veranstalten eine internationale Weiterbildung in Rassenlehre. Immer wieder geht es hier um die Überlegenheit der Weißen. Das Treffen in Kirchheim ist größer, die Redner prominenter. Auch er ist gekommen. Der internationale Stargast der Nazi-Szene, Nick Griffin. Für die British National Party sitzt er schon im Europaparlament. Hier stimmt er auf das düstere Szenario ein, gegen das sie kämpfen wollen. Viele der Afrikaner, die Britannien überschwemmen, 100.000 in den letzten 5 Jahren, sind Christen. Sicher gute Christen. Aber das ist mir doch egal. Die haben keinen Platz in meinem Land. Sie haben keinen Platz in unserem Europa. Denn Integration ist nicht wunderbar. Integration zerstört unsere Kultur und unsere Rasse. Integration ist ein langsamer Völkermord. Die Rechtsradikalen hier wollen ein reines Europa. Das ist die Botschaft, die sie verbreiten wollen. Ein Europa, in dem sie ihre Ideologien ausleben können. In Ungarn sehen sie sich schon einen Schritt weiter. Aufnahmen von einem Treffen vor einigen Wochen. Kameraden aus Deutschland verbrüdern sich mit ungarischen Kameraden und demonstrieren gegen Völkermord und Volkstod. Hier muss niemand seine Gesinnung kaschieren. Blood and Honor ist in Ungarn wie auch in Deutschland verboten. Doch hier treten die Anhänger offen mit Transparenten auf. Der ungarische Staat ist in weiten Teilen völkisch geprägt. Ein Paradies für deutsche Rechtsradikale. Für die deutschen Neonazis sind die ungarischen Zustände auch sehr wichtig. Ich lese immer wieder in verschiedenen Foren, wie euphorisch sich Deutsche äußern, dass sie sich endlich in Ungarn ausleben können, dass sie ihre völkische Ideologie in Ungarn ausleben können. In Ungarn unterstützt sogar die Kirche in weiten Teilen die völkische Bewegung. Beten für die Helden. Beten für die gefallenen Volksgenossen aus Ungarn und dem Deutschen Reich.
Und dann der Höhepunkt auf dem Nazi-Ungarn-Treffen, das Deutschlandlied mit der ersten Strophe. Trauer um die damaligen Waffenbrüder, damals gefallen im Kampf gegen Russland. Heute ist Russland für viele Rechtsextreme ein Vorbild für den europäischen Gedanken, wie er in Kirchheim beschworen wird. Wenn wir europäische Brüder sagen, schließen wir Russland mit ein. Russland ist vital. Russland ist das letzte weiße Land, das eben nicht durch Massenintegration zerstört wurde. Durch 50 oder 60 Jahre Massenintegration. Durch Zerstörung unserer eigenen Leute in unserem eigenen Land. Russland ist noch immer eine europäische Nation. Und es tut mir leid, Großbritannien ist das nicht mehr und Deutschland ist das nicht. Schaut euch Nürnberg, Berlin an. Sind das deutsche Städte? Nein, das sind türkische Städte. Moskau ist europäisch. Und der Spitzenkandidat der NPD bringt die Zukunftsversion der Rechtsextremen dann noch einmal auf den Punkt. Wenn wir in Deutschland politische Macht haben, dann werden wir aufräumen und dann werden wir die zur Verantwortung ziehen, die Deutschland geschadet haben. Die neonazistische Partei NPD will sich am 25. Mai ins Europaparlament wählen lassen. Eine Partei, die sich gegen Demokratie und den Europagedanken wendet. Und auf der Leinwand beim Europakongress der Jungnazis brennt bereits die europäische Flagge.